Ja, ist schon mal ballonmäßig was zu sehen. Das ist dann also der Bahnhof. Irgendwie fehlt mir hier einer. Der hat sich aber gut versteckt. Da kriege ich eine Ewigkeit, bis ich da bin. Wo war das andere? Kommt man da? Da war das, ne? Gehen wir dahin. Anja, an dem Spiel sitzen wir noch Ewigkeiten. Was haben Sie jetzt ja. vor? Erledigen Sie meine Aufgaben und suchen Sie mich dann in meinem Klassenzimmer auf, um den Abtrennzauber Defindo zu lernen. Er dient dazu, Objekte zu zerschneiden, kann aber auch eine mächtige Waffe sein. Defindo, aha. Auf mich geschossen? Nein. Drei. Vielleicht außerhalb von dem Ring? Das Spiel ist aber auch einfach super. Wollte am ersten Tag nur so anderthalb Stunden mal reinschauen und hab dann das Zeitgefühl verloren und am Ende habe ich 13 Stunden davor gesessen und nicht mal mitbekommen, dass es draußen dunkel wurde. Ja. Ja. Ach, da unten ist noch einer. Einer noch. Na, ja, ich sehe. Großartig. Na dann, zurück zum Mattern. Servus, du Lieben von Tommy. Tommy dir auch einen wunderschönen guten Mittag gewünscht. Tommy, grüß dich. Was wurde denn da in Discord gestellt? Was ist das denn? Ach, ein Zauberstab für Opi. Hallo, ich habe einen Zauberkochlöffel.
Da. Musst du die Treppe hoch? Ja, ich muss nur eben kurz noch wieder ein Bild wieder einstellen, erstellen. Wie kommen Sie mit den Aufgaben zurecht? Kann ich Ihnen Schlossstufe 2. Oh! Sehr geehrte Madame Kogawa, wunderbare Neuigkeiten, dass Sie dem Lehrkörper von Hogwarts als unsere neue Fluglehrerin beitreten werden. Ich wage zu behaupten, dass unsere gemeinsame Arbeit in Hogwarts weniger ereignisreich sein wird als unsere Zeit am Hafen von Yokohama. Aber man weiß ja nie. Ich freue mich darauf, Sie bald wiederzusehen. Sollten Sie in der Zwischenzeit Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mir eine Eule zu schicken. Schicken, nicht schenken. Herzliche Grüße, Mathilda Weasley. Dankeschön. Bitteschön. Oh! Da ist noch was. Liebe Madame Kogawa, ich schreibe Ihnen wegen Professor Blacks Entscheidung, das Quidditch-Hauspokalturnier abzusagen. Wie Sie wissen, ist es mein größter Traum, einem professionellen Quidditch-Team beizutreten. Und ich fürchte, dass dieser Traum nun zerplatzt oder wenigstens in weite Fernen rückt. Professor Weasley besteht darauf, dass wir dem Schulleiter gehorchen und hat mich ermutigt, alleine zu trainieren. Ich habe zwar einige herausfordernde Übungen für mich entwickelt, aber nichts davon ist mit dem Training auf dem Feld zu vergleichen. Einfach nichts. Ich bitte Sie inständig, könnten Sie nicht mit dem Schulleiter oder mit Professor Weasley sprechen? Es wird mich mein ganzes Leben verfolgen, wenn ich das ganze Jahr nicht vernünftig Quidditch spielen kann. Ich danke Ihnen, Imelda Reyes. Ja, so ist das, wenn man Toxuchti ist, ne? Dann muss man immer spielen. Ich verstehe das gar nicht. Super schön, super gemacht, Anja, einfach toll gelesen von Dora Keen. Haben wir die eine Truhe eigentlich geöffnet? Die hier können wir nicht öffnen, die ist abgeschlossen, Stufe 2, aber die noch kleine. Nicht. Aha. Reveal. Ja. Okay. Madame Kogawa, ich habe Ihre Aufgabenliste abgearbeitet. Wunderbar. Ich nehme an, Sie sind mittlerweile besser mit Ihrem Besen vertraut? Ja, natürlich. Ja, Professor. Das freut mich. Machen Sie weiter so. Vielleicht kommen Sie eines Tages in die Quidditch-Mannschaft. Falls Black Quidditch jemals wieder erlaubt. Nun, da diese Aufgaben erledigt sind, beginnen wir. Glacius. Achten Sie auf Ihren Zauberstab. Oh, vergeigt. Trotzdem hingekriegt. Sehr gut. Sie sollten Ihren neuen Zauberspruch hier in meinem Büro üben, ehe Sie ihn auf die Welt loslassen. Ja. Was haben wir jetzt gelernt? Glacius. Geht Gegner an, erhöht den Schaden, den sie durch Folgeangriffe erledigen. Ah. Glacius. Na bitte. Jetzt hast du Feuer und Eiszauber. Entschuldigung. Ja, da kannst du auch wieder löschen.
Jetzt haben wir genug geübt, oder? Sind wir fertig mit Üben oder brauche ich noch was? Aber üben Sie noch weiter. Kinästhetik ist ein effektives Lernmittel. Das war's. Wir kriegen sogar Applaus. Ja. Applaus, Applaus von Klaus. Von Klaus und seiner Maus. Beschaffen und teste einen Mosatantanga und beschaffen einen Alraubo gegen mehrere Gegner gleichzeitig? Aha. Aua, das tut mir schon in den Ohren weh. Ich glaube, ich möchte jetzt eine Vermutung zum Tor haben. Wir nehmen Mosat den Tarkula. Beschaffen teste eine wie Mosat den Tarkula, beschaffen teste eine Allraune gegen mehr Gegner gleichzeitig. Ich soll eine Allraune beschaffen und eine wie Mosat den Tarkula, das ist ein Trank, ne? Wenn im Mosa Tentacula, das ist dieses. Die haben wir ja. Die haben wir ja. Das Ding haben wir ja. Entschuldigung. Das ist Venomosa Tentacula. Ja. Und wir brauchen eine Allraune. Ja. Wird freigeschaltet durch den Kauf von Allraunensamen bei Wasserwegerich und Knollerblütenpilze. Dann brauchen wir erstmal, müssen wir erstmal nach Knollerblütenpilz. Oha! Wer Hunger hat im Discord, dankeschön, ich hab Hunger. Ich auch. Nudelsüppchen mit Würstchen, das ist gut, hör ich. Das ist gut. Das ist gut. Ich hab auch Hunger. Ich auch. Dann müssen wir nach dem müssen wir, ne? Ja, magische Rübe. Prost, Upi und Wassermarsch. Dankeschön, Dovalkin. Prost. Danke, Dovalkin. Zum Wohl, Upi. Dankeschön. Ach, habe ich Dovalkin eigentlich gefragt, wie es ihm geht? Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Kann sein. Dovalkin, wie geht's dir? Zum Wohl. Ja, wir haben sowieso nur noch 2 Minuten. Ich kann ja schon mal schauen, wer eigentlich noch da ist, wo wir hin möchten. Nicht hin möchten. Das ist nicht. Ach komm, wir schneiden noch eben die Hecke hier. Ja, die sieht ja so zerranzt aus. Ja. Ja, eigentlich wieder sauber. Mir geht so gut soweit. Nur viel Arbeit, deswegen schaffe ich es momentan nicht so oft in den Stream oder in den Discord-Sprachchat. Finde ich aber auch sehr schade. Ich würde gerne wieder mehr. Ja, Arbeit geht nun mal vor, ne? Irgendwo muss die Kohle herkommen. Wow, jetzt machen wir den hier. Dann machen wir den da. Speichern. Gut. Meine lieben Zuschauer, danke, danke, danke fürs Zuschauen, fürs fleißige Mitmachen, fürs Schreiben. Danke an die neuen Follower.
Danke an die ganzen Subs und Gifted-Subspender und an die ganzen Bitspender. Dankeschön. Tschüss an alle. Jawohl. Tschüss, Thorsten. Ich wünsche euch einen schönen Mittag. Einen guten Appetit. Vielleicht sehen wir uns heute Abend wieder. Spätestens morgen um 16 Uhr. Und damit bin ich raus. Und tschüss.